Syntastische Löchen, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute kämpft unsere Yacht mal, ihr seht sie im Hintergrund, gegen einen gefährlichen Godzilla in Minecraft. Und wenn das natürlich gefällt, lass unbedingt ein Like da. Und heute grüße ich den lieben René. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest, musst du einfach nur ein Like da lassen. Hashtag Syntearm jetzt in die Kommentare schreiben. Und ganz, ganz wichtig, Abonnent des Kanals sein, Freunde. Und mich würde es mega freuen, wenn ihr die Glocke aktivieren würdet, weil YouTube hat da was gerne in der Abo-Box, dass ihr, wenn ihr die, Glocke nicht aktiviert habt, nicht unbedingt jedes Video in eurer Abo-Box sehen würdet und dass ihr nichts verpasst, wäre das, glaube ich, am besten, wenn ihr einfach die Glocke aktivieren würdet rechts. Und dann war es schon jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Can't wait so we can break about the heat. Hey, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't. Ja, Freunde, seht ihr hinten mein kleines Schiffchen? Und zwar habe ich mir über die Jahre hinweg mal was gegönnt, und zwar eine riesige Yacht in Minecraft. Und schreibt mal in die Kommentare, ob du schon mal im echten Leben auf einem Schiff warst oder etwas desgleichen. Wenn ja, schreibt mal Hashtag ja oder Hashtag nein, ob du gerne mal aufs Schiff gehen würdest, weil es gibt Leute, die sind ja seekrank und die können dann eben nicht so gut aufs Schiff gehen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, meine Yacht, ihr seht, die ist ziemlich groß, orange gehalten, das ist so eine meiner Lieblingsfarben. Und ihr könnt mal in die Kommentare auch gerne schreiben, wie ihr denn diese Yacht hier findet. Ihr seht auch unter Wasser, das ist ziemlich groß, da sind einige Turbinen, die das Ganze hier ein bisschen, in Schacht leben wollen. Und hier rechts ist die Yacht vom Pet, der hat sich eigentlich die gleiche geholt wie ich. Und dann tuckern wir manchmal mit unseren schönen Schiffchen durch die Weltmeere in Minecraft eben. Und wie gesagt, wir fahren nochmal vorne entlang, dass ihr tatsächlich alles hier seht. Und ja, die geht auch ein bisschen runter und ich kann euch gleich mal eine schöne Roomtour zeigen von hier oben, von meiner kleinen, aber also kleinen in Anführungszeichen, aber feinen Yacht natürlich. So, also das war das von vorne hier, ihr seht, es geht ein bisschen weit nach unten, aber das ist ja auch normal. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir nochmal nach hinten und dann können wir hinten einfach schön einsteigen. Da ist es ja extra so ein bisschen flacher gehalten und dann können wir mal auf meine kleine Yacht gehen und ich zeige euch einfach mal so ein bisschen alles. Und ihr seht einfach, wie groß das ist, ne? Wie lange ich hier brauche, um bis nach ganz hinten zu fahren, Freunde. Einfach super. So, also, gleich haben wir es dann auch mal geschafft. Und hier unten seht ihr diese Turbinen zum Antrieb, ne? Die sind echt heftig. So, jetzt bleiben wir hier mal ganz kurz stehen. So, Boot, bitte bleib da. So, Moment. Zack, steigen wir mal ab. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Ne, da kommen wir nicht hin. Das heißt, setzen eine Leiter hin und dann kommen wir auch direkt nach oben. So, also, hier ist so der hintere Bereich. Hier kommt man halt, wie gesagt, aufs Boot relativ leicht drauf. Und mein Boot da hinten schwimmt weg, okay. So, gehen wir mal hier drüber. Hier ist halt alles so ein bisschen der Relax, der Chillax-Bereich, Freunde. Ihr seht's, hier ist ein Restaurant. Wenn ich mal meine Freunde einlade, gibt's wirklich alles. Melonen, Schokoladeweiße, Kuchen, Bacon, ganz, ganz lecker. Und wie gesagt, hier kann man sich dann schön hinlegen. Also richtig cool hier auf die Liegen oder hier ein bisschen Sonnen. So, ihr seht's, hier kann man sich da wirklich das Leben ordentlich schön machen, ne? So, dann gehen wir mal hier durch. Das ist halt eben, wie gesagt, der ganze Restaurantbereich. Das ist echt immens groß, Freunde. Und hier können mehrere tausend Leute Platz nehmen. Also im ganzen Yachtbereich. Und ja, jetzt gehen wir mal nach oben, dass wir ein bisschen die Aussicht sehen können. Hier ist mal das kleine Aquarium mit einem Tintenfisch. Und hier sind halt die ganzen Wege zu den Kabinen. So, Freunde, gehen wir mal hier rein. Glastür, geht wohl nicht, ne? So, was haben wir denn hier? Hier ist unser Disco-Bereich. Wie gesagt, abends geht hier auch mal ein bisschen was ab. Da können die Gäste dann auch tanzen, Freunde. Das ist ja dann auch alles nichts Verwerfliches. So, hier ist leider zu momentan. Also, gehen wir mal aufs komplette Deck nach oben. Aufs Schiff-Deck. So, hier ist es schwierig. Ihr seht, Leute, ich komme manchmal auch nicht ganz drauf klar, weil es eben so groß ist. So, gleich können wir hier durch. Machen wir mal ein bisschen Platz hier. Hier ist Kameras, wie gesagt, Sicherheit schon ist hier ganz weit oben. Und jetzt sind wir auf dem Schiffdeck, Freunde. Also, es ist echt eine unglaubliche Aussicht. Hier kann auch mein Helikopter landen, mein persönlicher. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Steuerzentrale nach ganz oben. So, Moment. Moment. Oh ne, gehen wir einfach so entlang. Auf der anderen Seite kamen wir her. Und gucken, dass wir die Leitern irgendwie, ja, platzieren können. So. Moment, zack, nee, hier kann man das alles nicht gerade hinsetzen, das ist ein bisschen suboptimal, Freunde. So, egal, dann gehen wir eben, ja, ganz klassisch außenrum. So, also, wie gesagt, hier noch das alles Schaltbetriebene und das gehen wir mal nach oben, Freunde. So,
Und jetzt gucken, wie wir hier am besten hochkommen. Ihr seht, Freunde, ich bin, wie gesagt, ein bisschen selbst überfordert mit der ganzen Situation. Die Yacht ist halt einfach sehr, sehr groß. Die ist halt auch einfach groß. Das kann man nicht kleinreden, Freunde. So, jetzt sind wir dann im Disco-Bereich. Dann gucken wir einfach, ob die Treppe hinten dran weitergeht. So, nee, leider nicht. Mal gucken wir mal, bauen wir einfach ein bisschen Holz ab. Und dann bauen wir uns einfach so ein bisschen entspannen. Nur ist ja auch nichts Verwerfliches, Freunde. Es ist ja alles mein Eigentum hier. Also, da passiert nichts. Da kriegen wir jetzt keine Schwierigkeiten oder sowas, Freunde. So, also, kurz hier hoch. Das haben wir und jetzt noch eins nach oben. Ihr seht, das ist einfach eine wunderbare Aussicht, Freunde. Eine wunderbare Aussicht auf eben den ganzen Atlantik hier. Ganzen Ozean, wie man es eben nennen mag, Freunde. So. Okay, okay. Also jetzt sind wir hier ganz oben angekommen. Es ist echt phänomenal groß, Freunde. Es ist echt unglaublich groß hier im Fitnessbereich. Und hier, meine Freunde, ist ungelogen hier ganz, ganz oben mein Lieblingsbereich. Hier ist ein schöner Pool. Kann man sich reinlegen. Ihr seht es, Freunde. Unglaublich gemütlich. Und ja, hier bin dann eben auch nur ich allein. Hier kommen auch meine Freunde nicht so oft hoch. Manchmal die engsten. Aber solche Partygäste, die dann eben nicht. So, und was haben wir denn hier? Wer war denn hier oben drin? Godzilla kommt. Und zwar jetzt. Mach dich gefasst. Hä? Freunde? Hä, ich wollte doch nur auf meinem kleinen Jächtle chillen und jetzt passiert hier sowas. Godzilla kommt? Nein. Was haben wir denn hier, Freunde, für Bücher und alles? Oh mein Gott, hier eine Rüstung. Ich glaube, hier wird halt echt nicht gespaßt, Freunde. Ich glaube, es kommt wirklich Godzilla. Wartet mal, wir haben hier eine Rüstung, Rodan-Rüstung. Alter, Freunde, wir sehen aus wie ein kranker Ninja oder Übeltäter. Okay, was haben wir denn hier? Ein Amboss und Schärfe 5. Okay, Freunde, die machen hier echt keine Späßchen, ne? Okay, dann müssen wir uns echt gefasst machen, dass Godzilla jetzt hier tatsächlich uns angreifen möchte auf meiner Luxusjacht. Schärfe 5 haben wir. Unendlichkeit. Okay, also einen Infinity-Bogen haben wir dann auch noch. Alter, Freunde, unglaublich, unglaublich. So, Unendlichkeit haben wir. Und was ist das nächste? 12 Level brauchen wir dafür noch. So, 1,12. Sehr gut, Freunde. Stärke 5 haben wir unendlich, beziehungsweise Infinity. Ihr seht, Freunde, das wird abgehen ohne Ende. Dann so. Essen nehmen wir mit. Dann können wir hier noch ein bisschen was mit Blöcken anfangen. Dass wir uns eventuell so ein bisschen was safer bauen können. Weil es ist jetzt nicht der beste. Alter, Freunde, guck mal. Alter, wie geht denn das ab mit dieser Rüstung hier? Oh mein Gott. Alter, Freunde, wenn wir hier springen, gehen wir richtig weit nach oben, ne? Oh mein Gott. Gott, also diese Rüstung ist echt phänomenal. Alter, Freunde, guckt euch mal an. Nein, wir sind runtergeflogen. Oh Gott, nein. Aber guck mal, wenn wir hier die Leertaste spammen, können wir auch richtig schnell schwimmen. Okay, Freunde, wir sind ziemlich, wie soll ich sagen, ja, bewegbar, flexibel, wenn wir gegen Godzilla kämpfen. Also wir können uns auf jeden Fall sehr gut bewegen. So, Freunde, zack, zack, zack. Jetzt sind wir auch wieder oben angelangt. So, Alter. Freunde, ist das nice. Ist das nice. Also, wir gucken, dass wir es eventuell auch so ein bisschen safer bauen können. Alter, Freunde. So, hier ein bisschen was. Hier auch ein bisschen was. Dass wir so ein bisschen den Schutz eben haben. So, Freunde, es schaut doch schon mal richtig gut aus. Und jetzt, guck mal, hä? Wir können fliegen damit. Hey, Freunde, wir können damit fliegen. Kein Wunder. Und wir sind nicht im Game-Mode, Freunde. Guck mal, wir sind nicht im Game-Mode. Aber naja, ich würde sagen, ich lege mich jetzt erstmal hin. Und das Fliegen ist ein bisschen anstrengend. Und dann sehen wir uns. Ja, ich würde sagen, morgen früh, ne? Guten Morgen, Freunde. Und was ist denn da draußen für ein Tier? Oh mein Gott, Freunde, da ist einfach Godzilla. Warum bin ich vergiftet? Hä? Godzilla? Oh mein Gott, Freunde, da ist Godzilla. Komm, wir müssen ihn attackieren. Godzilla? Wir finden seinen Hit nicht, wo wir ihn treffen können. Und diese Vergiftung, kann die mal weggehen? Liegt das an der Rüstung? Nee. Okay, Freunde, guck mal, wir haben hier einfach Godzilla. Da ist er. Und es ist... Alter, ich glaube, wenn wir ihn hitten, passiert sowas. Und wir können ja fliegen mit unserer Rüstung. Ah, Freunde, aua. Wir treffen ja aber ziemlich gut. So, au, au, au. Aber er macht uns Damage, Freunde. Wir müssen ein bisschen weggehen. Alter, Freunde. Was ist das? Ich glaube, wenn wir dem zu nahe kommen, bekommen wir Gift. Ja, Freunde, so. Komm, näher. Näher, 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 näher. Komm, bam, 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 bam. Wir machen ihm guten Damage, Freunde. Alter, aber er haut uns auch sehr gut weg, Godzilla hier. Zack. Alter, Freunde, komm, nimm das, Godzilla. Godzilla, nimm das, komm. Bam. Hier noch einen neuen Hit. Rein. Ah. Freunde, wir müssen jetzt ein bisschen hier. Wir können auch fliegen, deswegen nutzen wir das mal ein bisschen aus.
Okay, wieder einen Goldapfel reinmachen. So, jetzt. Bam, bam, bam. Gib ihm, gib ihm. Aber wir kriegen ihn irgendwie nicht richtig down. So. Wieder mal ein bisschen Action, Maction. Komm, gib. Komm, Freunde. Es kann nicht sein, dass er so lange überlebt. Komm, Alter, er macht unsere Villa kaputt. Er macht unsere Villa kaputt, Freunde. Oh mein Gott. Und haben wir ihn? Nee. Er macht unsere Villa, nicht unsere Villa, unsere Yacht kaputt. Alter, war das ein Knockback. Guckt euch das mal an, Freunde, wie er uns weghaut. Komm. Gib ihm. Gib ihm. Alter, Freunde, es wird richtig schwierig. Ich glaube, nicht mehr lange können wir das aushalten hier. Aber das ist unsere einzige Möglichkeit, unsere Yacht zu retten. Komm. Oh mein Gott, Freunde, er hat wieder mit Feuer gespuckt. Ihr seht's. Alter, unsere ganze Yacht geht kaputt. Unsere ganze Yacht, Freunde, komm. Ah, hier nochmal. Komm, geh doch down mal. Ey, Freunde, der haut uns ja richtig weg. Komm, komm, Freunde, den kriegen wir, den kriegen wir. Er macht unsere ganze Yacht kaputt. Er macht unsere ganze Yacht kaputt, Freunde. Wir kriegen ihn nicht down, Freunde, wir werden sterben. Wir werden sterben, wir kriegen ihn nicht down. Unsere letzte Möglichkeit, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Ich gebe alles, anderthalb Herzen, aber wir können nicht mehr machen, Freunde. Wir können nicht mehr machen. Komm, 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 komm. Alter, Freunde, es explodiert alles hier. Und ein Herz, halbes Herz, Freunde, noch ein Hit. Und ja, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, wenn du ein Like da lasst, wenn du es nicht geschafft gegen Godzilla zu gewinnen. Und wie gesagt, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.